Ja, wir sind das Team von Open Vertretung und wir haben festgestellt, dass für Schulen in Deutschland Folgendes gilt. Entweder es existieren gar keine digitalen Vertretungspläne, sondern die hängen ganz klassisch noch in so einem Kasten. Oder sie sind einfach scheiße und nicht wirklich gut benutzbar. Und wir haben festgestellt, dass es keine Statistiken bundesweit zu Lehrerausfall gibt, zumindest keine verlässlichen. Und deshalb haben wir Open Vertretung angefangen, gemacht. Das Ganze haben wir mit einer API umgesetzt, die auf Java basiert und hinten dran einen SQL-Server hat. Auf die API können Lehrer oder auch die Schule über eine Website, die in Ruby und HTML geschrieben ist, zugreifen, über eine Eingabemaske. Und die API sollte später auch andere Pläne parsen können. Die Schüler können dann über eine Website oder eine App darauf zugreifen oder auch über eine fancy Website mit einer Statistik Daten anschauen, wie viele Lehrer zum Beispiel krank sind oder was der meiste Ausfall ist, was auch immer. Und das Ganze ist nach dem Prinzip Open Data, das heißt, es können auch alle anderen Leute darauf zugreifen, dann aber anonymisiert, sodass die Lehrer nicht mit ihrem echten Namen dran stehen und dass die halt auch Dinge anschauen können. Genau. Um die Datenbank zu füttern, brauchen wir erstmal eine Eingabemaske, auf die wir jetzt kurz warten. Genau. Diese Eingabemaske ist gestaltet wie ein klassischer Vertretungsplan. Man kann eine Zeile pro Eintrag quasi erstellen. Und im Moment ist es auch noch besonders einfach gehalten, ohne jegliche grafische Darstellung. Das liegt daran, dass es ja auch für Lehrer bedienbar sein muss. Und die sind ja unsere primäre Zielgruppe, deswegen, ja. Genau. Also man trägt da eben die Daten ein. Wir müssen uns da einfach darauf verlassen, dass es genug Lehrer gibt, die sich doch die Mühe machen, denn ansonsten bekommt die Datenbank nie irgendwelche Daten und dann wird es auch nie Statistiken geben, mit denen man was anfangen kann. Das heißt, man würde hier quasi seine Daten eingeben, auf Übernehmen klicken, aber das ist jetzt nur eine Demo, deswegen kann ich das jetzt nicht vormachen. Und dann werden die Daten in die Datenbank übernommen, wo sie dann weiterverarbeitet werden können. Ja, ich habe die Website designt mit der API. Ja, kurze Aussätze, kommt vor. Was Yannick Wundervolles gemacht hat, er hat unsere API benutzt und aus JSON-Daten, die ungefähr so aussehen, eine schöne Website gebaut, die er uns jetzt zeigen wird. Bitteschön. Ja, also jetzt im Groben und Ganzen ist die Suche noch nicht vollständig. Das wird so beim nächsten Update dann so rauskommen. Ja, jetzt, wenn man halt auch hier zum Beispiel jetzt gesucht hat, IGS, so, dann würde das jetzt so IGS plötzlich erscheinen und dann klickt man drauf und dann steht da halt, was halt aus der Vertretungsplan halt von der Schule jeweils. Das wäre jetzt so ein Beispiel für eine Statistik, die wir machen mit den, die wir über die Daten anfertigen können. Wir haben jetzt natürlich noch nicht viele Datensätze, deshalb, das sind alle Datensätze, die momentan in unserer Datenbank sind. Hier ein Ausfall, global, zweimal Raumtausch und eine Vertretung. Ja, da könnte man dann natürlich noch irgendwie aussagekräftigere Statistiken machen, auch wenn man das zum Beispiel mit dem Projekt Jede Schule verknüpfen würde, wo man dann die Geodaten zu den Schulen hätten. Danke.